So, wir haben uns direkt zum Dingens geportet. Ich bin mal so frei und benutze dann doch mal ein Kissen. Einfach nur, weil wir gerade ein bisschen was benutzt haben. Ist ja nicht schlimm. Ist ja keine Mangelware. Du freust dich, wir hauen die Kisten, danach streichen wir dich. Guck mal, wir haben das Kissen wiederbekommen. Sehr gut. Schön. Jetzt die ganze Treppe da hoch, oder? Oder war hier unten noch ein Bunker? Na gut, vielleicht kommt noch jetzt was nach draußen. Halt! Irgendwas stimmt nicht! Oh! Die Expo-Viecher. Oh nein! Yeah! Gibt es wieder tolle Viecher. Kennen wir ja schon. Hatten wir schon Necroflores, genau. Die waren schwach gegen nichts. Kannst die Wesen schockanfällig machen, indem du es starken Fertigkeiten aussetzt. Indem du seinen Fitnessschutz ausweichst und während es dunkelklar vorbereitet, genau. Dunkelklaue war Magieschaden machen, ne? Lieb von dir! Jetzt hab ich hier das Haus! Technik da, so. Da geht noch was! Stehen gerade so schön beieinander. Eiskalt! Ziemlich schwach! Aber da war gerade einer, genau, schockanfällig. Nimm das! Bin ausgewichen eigentlich. Aber anscheinend nicht richtig. Ausgezeichnet. Keine Chance. Keine kommt. Was mit Dunkelklaue? Indem du deinen Fensterschuss ausweichst oder indem du es angreifst, während es Dunkelklaue vorbereitet. Und tschüss! Kreaturen? Warum? Doch nicht. Er testet wieder rum. Sieh an, sieh an. Wenn das mal nicht meine liebsten Versuchsobjekte sind. Aber das Chadley. Ja. Und zwar Modellnummer CDA6. Nein,
Nummer 7, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und? Tatsächlich Nummer 7. Sag bloß, du hast unbemerkt mein Kontrollprogramm geknackt, Kleiner. Das Schädel, der auf dem Tisch liegt? Okay, da liegt Shetley auf dem Tisch. Krass. Sehr schön. Zeig mir, was in deinem Köpfchen vor sich geht, Shetley. Was ist? Nichts. Alles in Ordnung. Seht mal. Die laufen wirklich da hoch. Die Schwarzkutten haben sich in Bewegung gesetzt. Wir müssen ihnen folgen, um sie nicht zu verlieren. Womöglich begegnen ihnen unterwegs noch mehr von Hojos Kreaturen. Wir müssen wachsam sein und sie beschützen. Wir sind ja nicht wirklich angeschlagen. Nee, wir hätten auch einen größeren Trank nehmen können. Jetzt reicht es auch nicht. Mit. So, nehme ich auch noch mit. Nicht mehr. Beide. Erfriere! Jetzt oder nie! Kommt der Schreiber schlecht für uns. Wurde schon angedeutet! Auf die Fall! War einmal zu langsam. Lass mich mal. Es ist aus. Entschuldigung, es ist zu spät. War hier oben noch was? Nö, ne? Immerhin können wir einfach vorlaufen. Scheint ja zu funktionieren. Oh. Schwarzkotten sind verschwunden. Vielleicht wurden sie von Ungeheuern zerfetzt. Oder sind mit ihnen verschmolzen. Einfach furchtbar. Hier oben waren wir ja schon mal. Da ist ein Monster. Ah, da sind sie. Oh, der ist schon wieder. Die hatten wir aber beide schon. Bei ihm war gut, wenn wir ihn Schadenmenge. Ich glaube, ich weiß gerade nicht, wen ich da besser fokusse. Blitz und Donner! Sehr gut. Schluss mit Luft.
war's. Gut. Waren jetzt nicht so schwer. Also bei der Hochlaufen wahrscheinlich. Was ist wohl da oben? Sieht mir nach einem Leuchtturm und der dazugehörigen Anlage aus. Das Tor hatten wir schon mal. Ein Teezimmer? Ja klar. In Wutai gibt's die überall. Tee ist umsonst, aber fürs Essen muss man ordentlich blechen. Das geht ins Geld. Interessantes Geschäftsmodell. Aber ich fürchte, nach sowas wirst du hier lange suchen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich da ran muss und dann aufmachen. Was auch sonst. Der lässt dann los. Nehmen wir natürlich trotzdem hier alles mit. Ah, okay. Moment, stopp. Oh, Moment, stopp, da war was. Hi, Jungs. Nummer 2, das wird aber eng hier. Ziemlich schwach. Ich übernehme. Hinterstoß. Jetzt! Was? Wie ist das? Keine kommen! Mach was draus! Ich bring das zu Ende! Auf dem Weg! Auf die 12! Spann die Schirme auf! Jetzt mag es an! Da geht noch was. Ah, ich verstehe. Wir müssen so drehen, dass alle drei Roten oben sind. Ist sonderlich schwer. Wir haben auch direkt den ersten, die direkte erste war auch der richtige. Schatz, es gibt Arbeit. Oh, hallo Auge. Sieht aus wie aus der Monster AG, der Typ. Au. So, ein Blutauge. Ein fliegendes Wesen, das sich in der Ruine eines Leuchtturms niedergelassen hat. Es mutierte durch die Aufnahme von Protosubstanz, Fragmenten und wendete Schlitzattacken mit einer unbekannten Energie an.
Füge diesem flugfähigen Wesen eine gewisse Schadensmenge zu, um ihn Schockern fertig zu machen. Physische Angriffe auf sein Auge ziehen ihm viele TP ab. Steckt er es allerdings zu viel Schaden ein, aktiviert es spirituales Schild, was physische Attacken unwirksam werden lässt. Okay, Eis. Blitz. So, wir können ja mal Blitz garnen. Ne, kommen wir nicht. Stromschlag. Und tschüss. Okay, ich hab gedacht, da kommt noch mehr. Gewitter! Hat schon viele Lebenspunkte, das Drecksding. Übernimm du. Wurde schon angedeutet. Ich seh dich! Ich zähle auf dich. Dann mal los. Komm schon. Hier bin ich. Verzieh dich. Sehr gut. Überstürzt. Direkt zweimal im Schockzustand ist auch geil. Okay, das war jetzt eigentlich sehr einfach. Ist das jetzt die dritte? Ich glaube ja, ne? Alpha, Beta, Gamma, Y? Die Gamma hatten wir aber noch nicht. Es werden immer mehr. Oh. Broden? Hey, nicht doch! Broden! Das ist doch der Mann aus Kalm, oder? Eine Marco-Vergiftung? Nein. Er war Soldat. Ich werde gerufen. Ich muss gehen. Reunion. Gehen wir. Denkt ihr, dass er auch in Nibelheim war? Cloud? Cloud! Eine riesige Ansammlung von Schwarzkotten. So viele habe ich noch nie geortet. Sie bewegen sich in Richtung Küste. Schnell, ihr müsst hinterher. Alles klar. Wir müssen gehen. Jo. War wir doch schon mal. Okay, wie sehen wir denn aus? Ja, ein bisschen angeschlagen. Ist hier noch irgendwas? Nicht nach außen, ne? Immer mal umgucken. Nee, nichts mehr. Okay, dann runter zum Chocobo. Diesmal gehen wir zu Fuß. Dann können wir noch ein Kissen benutzen. Und dann gehen wir in den letzten, voraussichtlich letzten Fight. Wir bedenken, dass wir fast 100 Stunden haben und immer noch in dem
normalen Spiel sind. Der schwere Teil kommt erst noch. Wie viel haben wir jetzt? 99 Stunden und 58 Minuten. Das ist richtig cool. Ich bin ziemlich pünktlich auf 100. Komm, Schatzi. Wir grüßen dich nochmal. Du bist unsere 100. Stunde. Nein, nicht ganz. Wir haben noch eine Minute. Das gibt jetzt einen größeren Kampf, würde ich sagen. Ja. Was wollte ich kurz sagen? Na gut. Nein, wir warten jetzt die Stunde 100 nicht ab. Aber, können wir speichern. Ach. Weil ich jetzt zu lange brauche, kommen wir auf die 100 Minuten. 100. Stunde. Eigentlich würde ich jetzt aus Spaß nochmal speichern. Jetzt warten wir gerade ab. 20 Sekunden, ist ja nicht schlimm. Also prinzipiell bin ich sehr begeistert, kann ich zumindest mal sagen. Kleine Mini-Zusammenfassung. Ne? Das Spiel wurde gesagt, dass es 100 Stunden plus haben soll an Spielzeit und Spielspaß. Mist. Um eine Sekunde vertan. Ich muss einen Doppelklick machen. Egal. So, wir haben unsere 100. Stunde. Es wurden 100 Stunden angesagt. Wir sind bei 100 Stunden und wir sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, fast durch. Leider habe ich schon gesehen, dass jetzt das hier alle Regionen sind. Alle 7. Mehr gibt es nicht. Alle 6. Es gibt noch eine 7. Region. Die kommt noch. Aber das ist dann das Finale, gehe ich mal von aus. Und naja, was uns jetzt noch fehlt, ist die Corell-Region, der Lidrell. Den machen wir noch. Protosubstanz beenden wir gerade noch. Und mal schauen, ob ich da auch dann die Protosubstanz bekomme bei dem Sandriesen. So, aber machen wir erstmal hier die Jungs weiter. Was machen die denn da? Wir ins Wasser. Das Wasser. Schnell. Ja, was schnell. Ja, die ersaufen jetzt alle, oder nicht? Vielleicht schaffen sie es ja. Möglich. Es ist kaum noch etwas Menschliches an ihnen. Können wir ihnen nicht irgendwie helfen? Sie versuchen, auf die Insel dort drüben zu gelangen. Hä? Woher weißt du das? Hab da so ein Gefühl. Gut, dann sollten wir uns auch auf den Weg machen. Ja, welche? Die da. Ja. Wie gesagt, wir haben sie ja schon alles gemacht. Wir müssen da mal mit dem Chocobo hoch. Nein. Das sind aber viele. Ja, es sind ein paar mehr. So, wir müssen da rein. Wir waren hier oben schon mal. Aber da war ja nichts mehr. Deswegen, wir haben ja schon gesagt, dass das wahrscheinlich später kommt. Wussten wir ja schon. Wir sollen dort lang? Ist aber Respekt, dass sie es schaffen, hier irgendwie hochzukommen, ne? Das ist auch so ein Auge. Was tun sie? Wie der, wo haben die ganzen Teile her? Sie hat mich beklaut! Na, nice. Was passiert denn jetzt? Oh oh, Mäuren. Erledige du ihn.
ein Dimensionswanderer. Ihr also, er weiß zumindest, was es ist. Mich hierher zu rufen, ihr Wichter! Wen darf ich einen Kopf kürzer machen? Freiwillige mögen vortreten! Wir haben ihn ja schon. Wir hatten ihn ja schon gemacht. Feuer ist gut gegen den und alles, was ihn irgendwie verslaut. Deswegen, Feuer ist gut gegen ihn. Hallo? Ich zähle auf dich. Jetzt hab ich hier das Sagen. Auf die Zwölle! Bitte sag mir, dass du Feuer hast. Scheiße. Aber du hast Hass für alle. Na los, gib ab! Lass mich mal. Ich hab mit keinem Feuer. Übernimm du. Hat der Feuermann gemacht, sehr gut. Kleiner Griff in die Ninja-Trickkiste. Zerkt. Herrlich, einfach ausgezeichnet. Jetzt bin ich warm geworden. Ach nein, doch nicht jetzt. Ja, war schade. Doch für heute ist wohl Schluss. Gut. Finde die schwarze Materie, Cloud. Ja, sauber. Das war's. Beobachter der Schwarzkutten Trophäe erhalten. Also die Protosubstanzen sind alle seine Rüstungen. Theoretisch, wenn wir jetzt alle Rüstungen zusammensetzen, müssten wir ihn vielleicht als essbar bekommen? Keine Ahnung. Aber das ist nicht Yoshimitsu, oder? Ich bin immer noch am Fragen. Du hast es geschafft, an eine weitere Protosubstanz zu gelangen. Ich denke, es sollte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis wir alle beisammen haben. Ja, stimmt. Wir müssen schnell weitersuchen. Okay.
Schön. Das Problem ist, dass die Protosubstanz in Corell ja nicht funktioniert. Gut, dann haben wir hier alles fertig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal gerade hier rüber und fliegen zurück in die Gold Saucer. Ja. Als Reaktion auf das gestern Abend illegal ausgestrahlte Video hat der Direktor des Shinra-Konzerns eine Erklärung abgegeben. Versetzt worden? Nee, hab auf euch gewartet. Gibt da was, das ich fragen wollte? Sag mal, deine Mutter, ist die zufällig Ifalna? Ja. Wieso? Ha, ich hab's doch gleich gewusst. Ein Hoch auf meinen messerscharfen Verstand. Mann, bin ich froh, dass ich euch gerufen hab. Und? Wie geht's ihr? Alles gut? Sie ist tot. Ich bin damals Shinra beigetreten, weil ich Pilot werden wollte. Zuerst war ich aber nur der Laufbursche für die Mechaniker. Bin durchs ganze Gebäude und hab alles Mögliche repariert. Während eines Auftrages traf ich eine Frau namens Ifalna. Sie hatte ein kleines Mädchen. Das warst doch du, oder etwa nicht? Möglich. Du warst gerade mal so groß. Und ich? Vielleicht so groß. Sie ist also gestorben. Verstehe, verstehe. Verdammt. Du, sag mal. Aeris. Aeris. Gibt's irgendwas, das ich tun kann? Ich will helfen. Wieso das denn? Ich hab keine Hintergedanken. Wenn du uns weiter durch die Gegend fliegst, reicht das. Gut, dann bring uns mal zum Gold Saucer. Und zwar umsonst, du willst ja helfen. Nein, wir zahlen. Nee, geht aufs Haus. Okay, dann sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Okay, Moment mal, ist die normale Mission, dass wir zu Gold Saucer gehen sollten? Ja, Wiedersehen mit der Gold Saucer. Okay. Gut zu wissen. Ja, wir haben ja hier alles. Chatley könnten wir noch machen, aber da ist jetzt gerade nichts mehr. Sonst haben wir hier alles. Das heißt, ja, wir gehen zu Gold Saucer rüber. Na, darf's losgehen? Ja. Na, dann mal rein mit euch. Die Gold Saucer ist Level 45, okay. Also jetzt. Noch einer? What? Ihr habt gesagt, dass euer Feind Sephiroth sei. Ich muss eine Rechnung mit ihm begleichen. Ich begleite euch. Und jetzt? Ich schmeiß ihn gerne raus. Komm uns ja nicht in die Quere. Klar. Wir können ihn jetzt noch nicht spielen. Wäre zu schön. Aber ist schon geil, dass die den noch mit reingemacht haben. Gibt der Flieger denn jetzt noch ab? Nicht ohne einen verdammt guten Piloten. Aber keine Sorge, ich zähle schließlich zu den Besten. Einbildung ist alles. Thank you.
irgendwas über meine Mutter hören, wenn es dir nichts ausmacht. Gern. Gibt aber ein paar Details, die mir inzwischen etwas peinlich sind. Da will ich jetzt nicht drüber reden. Es geht hier doch nicht um dich! Aerith. Ja? Warum ist die Fauna gestorben? War sie krank? Nicht wirklich, aber geschwächt. Und der Versuch, mir zur Flucht zu verhelfen, hat ihr dann die letzten Kräfte geraubt. Das glaube ich zumindest. Verstehe. Dann ist sie jetzt bestimmt glücklich. Meinst du? Du musst fest dran glauben und darfst den Mut nicht verlieren. Das bist du deiner Mutter schuldig. Danke. Werde ich tun. Das kannst du doch nicht einfach so sagen, ey. Mann. Ach, übrigens, Hutter ist losmarschiert. Haben sie im Radio berichtet. Gibt also wohl wieder Krieg. Midgard zerstört und jetzt auch noch das. Shinra scheint vom Pech verfolgt. Geschieht ihnen recht. Aber ein Krieg würde auch Unschuldige treffen. Ja, Kriege sind voller Trauer und Schmerz. Darin ähneln sie Sephiroth. Nicht wahr? Sag mal, Leute. Wenn wirklich ein Krieg ausbrechen sollte, dann wird es hier oben sicher gefährlich, oder? Wenn ihr also noch irgendwo vorbeischauen wollt, dann tut es lieber jetzt. Was war das? Sag mal, Sid, ich glaube... Ja, ich weiß schon. Keine Sorge, alles im Griff. Sid? Es besteht absolut kein Grund zur Sorge. Ich warte den Vogel und ich fliege ihn. Was soll da schon schiefgehen? Also schön locker bleiben. Oh nein, Sache, jetzt kommt jetzt noch ein Spiel? Sag mal, der Motor hat doch gerade den Geist aufgegeben. Locker bleiben, habe ich gesagt. Ist das so schwer zu kapieren? Wir verlieren an Höhe. Und zwar ziemlich schnell. Ich steuere gerade überhaupt nicht, ne? Hey. Okay, dann mal locker flockig Wasser landen. Keiner ist angeschnallt. Jetzt haben wir ein Wasserflugzeug. Eine Bilderbuchlandung. Und wegen Bilderbuch. Genau, und jetzt hatten wir ein Wasserflugzeug. So war es im Original auch. Verdammte Degeneration. Kapitel 11 beendet. Ah, schön. Die Jagd nach dem Schlüsselstein. Wir sitzen fest. Okay, das sollte reichen. Fast wie neu, oder? Aber die Flügel sind beschädigt. Ach, wusstet ihr das nicht? Nur ein Mann beherrscht sowohl Land, Luft als auch die stürmische See. Und sein Name ist Sid Highwind. Merkt's euch. Und was jetzt? Ihr dürft mich ab sofort Schiffskapitän Highwind nennen. Wer bereit ist, den See zu stechen, sagt Ei, Ei. Ei, Ei. Dann legen wir ab. Hinter den Bergen und der See liegt Costa del Sol. Und von dort aus... geht's übers Land. Dann ist's entschieden. Raus aufs große Meer. Captain, unser Ziel heißt Costa del Sol. Ei, ei! Volle Kraft voraus! Okay, wir haben Wasserflugzeug jetzt. Durchquere die Meere enger, halte Hachi, auf den Hafen von Costa del Sol. Kannst du uns bitte noch ein bisschen was über den Schlüsselstein erzählen? Problem. Costa del Sol, das heißt, ich muss dahin.
Kann ich denn doch dadurch fahren? Ich glaube, wir können hier nicht lang fahren. Das sieht nicht danach aus. Vor etwa 20 Jahren gab es bei Shinra einen Mitarbeiter, der sich sehr für Antiquitäten interessierte. Der hat die Firma überredet, das Reliquiat zu bauen. Schon. Und den Aufzeichnungen zufolge wurde eben dort der Schlüsselstein aufbewahrt. Hä? Ich dachte, der wäre im Goldsaucer. Ja, ja, jetzt lass mich doch erstmal ausreden. Dieses Reliquiat erfreut sich nämlich so großer Beliebtheit, dass man es direkt wieder geschlossen hat. Und in dem Durcheinander, das darauf folgte, ist der Schlüsselstein dann verschütt gegangen. Das wird ja immer besser. Irgendwelche Anhaltspunkte? Nicht direkt, aber vielleicht weiß der Kurator von damals ja was. Du meinst Dio. Oh, da ist aber jemand gut informiert. Shinra und mich. Verbindet eine lange Geschichte. Dio hat den Gold Saucer konzipiert, um sich über sein verlorenes Reliquiat hinweg zu trösten. Vom gescheiterten Kurator zum gefeuerten Entrepreneur. Bei Shinra werden Träume wahr. Okay. Ja gut, wir haben jetzt so gesehen ein Schiff, nehmen hier noch ein paar Kisten mit anscheinend. Ach, hier sind wir zurückgefahren, ich bin auch schlau, oder? Gut, so, wir können hier Kisten mitnehmen auf jeden Fall. Zahnräder rum, ne? Das hier sollte wohl ein Hafen mal sein. Schön gemacht hier. Die ganzen Terrains, wo wir langgelaufen sind. Ist schön. Coole Idee. Sag mal, Seth, stimmt's, dass du auch mal für Shinra gearbeitet hast? Tu ich im Prinzip immer noch. Kann ganz schön nützlich sein. Das passt mir aber gar nicht. Wir sind nämlich anti-Shinra, kapiert? Und ich bin anti-autoritär, klar. Jeder, der mir Vorschriften machen will, kriegt aufs Maul. Deshalb bin ich so gern über den Mann. Da nervt mich niemand. Egal, wie laut unten gebrüllt wird, da oben höre ich nix davon. Ja, jetzt haben wir die ganzen Häfen. Wir fliegen also, wir fahren auch mal durch. Genau. Ich weiß nicht, ob wir das erkunden müssen, damit wir da den Punkt bekommen für. Deswegen, außerdem kriegen wir hier so ein paar Kisten noch. Finde ich ganz cool. Wir können übrigens hier schneller fahren. Ja, von der Idee her ist das cool. Ich hoffe, dass es Johnny wieder besser wird. Ja, und dass sein Hotel mal ein paar richtige Gäste gefunden hat. Ich weiß ja nicht. Der heult doch bestimmt rum, weil er sich wieder was aufschwatzen lassen hat. So, das war zwar nicht wert, aber das ist ein bisschen schnell. So, den Hafen oder den Strand?
tough, ne? Alles weg. Nehmen wir noch mit. Jetzt zieht er eine Materia. Na dann. Das heißt, wir können ab sofort einen Haken benutzen. Wir danken Ihnen vielmals, dass Sie sich auch heute wieder für den Service von Bronco-Kreuzfahrten entschieden haben. Nanu? Hieß es nicht vorhin noch Airline? Uns wurden die Flügel gestürzt. Sid, danke, dass du uns bis hierher gebracht hast. Nicht der Rede wert. So, und jetzt geht's zum Gold Saucer? Da wollte ich ja eigentlich auch schon immer mal hin. Nehmt ihr mich mit? Aber klar. Du bist die Liebenswürdigkeit in Person, Aeris. Nicht? Also dann. Wartet. Wo ist Vincent? Dort! Was für ein arroganter Sack. Erinnert mich an gewissen jemand. Egal. Vergiss ihn. Oh. Meinst du mich? Hast aber schnell kapiert. Kam aber spät. So. Du kannst nun die Ozeanregion mit der Tiny Bronco bereisen. Wähle dafür Dingens das gewünschte Reiseziel auf der Geldkarte aus. Wenn du den Ozean überqueren willst, kannst du einfach den im Hafen wartenden Sid ansprechen oder auf der Karte die Tiny Bronco für eine Schnellreise auswählen. Okay. Oh Gott, neue Aufträge. Oh Gott. Die Anti-Shindra-Verbindungsgruppe hat mit ihrer Kriegserklärung an Shindra für große Verunsicherung bei den Bewohnern aller Regionen gesorgt. Daher wird in vielen Städten und Dörfern momentan die Hilfe eines Alleskönners benötigt. Ein Blick aufs schwarze Brett lohnt sich also immer. Jo. Neue Spielmode freigeschaltet. Der Goldshauser hat eine neue Attraktion, hat neue Attraktionen und Spielmodi zu bieten. Schau auf jeden Fall noch einmal bei den Chocobo-Rennen oder beim G-Bike vorbei. Das Boxspiel können sie behalten, ganz ehrlich. Doch nicht nur auf den verschiedenen Squares, sondern überall auf der Welt erwarten dich neue Herausforderungen. Bei manchen Spielen musst du allerdings für eine Teilnahme erst gewisse Voraussetzungen erfüllen. Okay. Bei dem G-Bike, das ist leider gerade sehr aktuell, aber ich hoffe, dass es bis dahin behoben ist. Beim G-Bike kann man zurzeit den Profi-Modus nicht beenden. Da ist ein Bug durch irgendein Update gekommen. Das ist jetzt gerade der aktuelle Stand mit heute, den 30. März. Da ist wohl ein Update am 20. oder 22. gekommen. Und das habe ich auch installiert und betrifft auch nur die Digital-Edition. Ich habe die Digital-Edition hier. Ich habe zwar auch eine CD-Version auf der PS4, aber für die, also von Remake. Aber Rebirth habe ich nur in digital. Und ja, das ist halt momentan Sache. Was ist jetzt hier? Schatzkarte? Ist das etwa... Hey Cloud, zeig mal her. Sie riecht salzig. Nach Gezeiten. Nach einem Meer, das tausende Jahre alt ist. Wirklich? Ja, Opa hat mir mal davon erzählt. Vor langer Zeit, als das Meer noch das Zentrum des Planeten war, gab es einen Krieg zwischen den Piraten. Du kennst doch bestimmt das Spiel Piratenparty, oder? Es basiert auf dieser Geschichte. Oh Gott. Cloud, willst du sie hören? Ja, warum nicht? Geschichten erzählen ist meine Spezialität. Ich will die Stimme wieder haben. Es ergab sich zu einer Zeit, in der es weder Flugzeuge noch Züge gab.
und die Menschen vor allem auf Schiffe angewiesen waren. Dass ein Pirat, den damals jeder kannte, zusammen mit seiner Mannschaft aus Dämonen über die Meere segelte. Es dauerte nicht lange, bis es zum Krieg zwischen den Piraten kam und das sonst azurblaue Wasser sich blutrot färbte. Als unser Kapitän schließlich siegreich aus jeder Schlacht hervorgegangen war, krönte man ihn zum Piratenkönig. Am Ende seines Piratenlebens wählte der Schrecken der Meere seinen wertvollsten Besitz, teilte ihn durch vier und versiegelte ihn an geheimen Orten. Zusammen mit seiner Mannschaft, die bis in alle Ewigkeit über ihn wachen sollte. Diese Karte verrät uns die Orte, an denen die Schätze des Piratenkönigs versteckt liegen. Und man sieht, dass ihre Siegel anscheinend gebrochen wurden. Wenn wir an diese Schätze wollen, müssen wir es mit der Mannschaft des Piratenkönigs aufnehmen. Keine leichte Aufgabe. Aber genau das macht die Sache ja so spannend. Piratenschatzkarte. Du hast die Karte des Piratenkönigs in die Finger bekommen. Wenn du alle vier Piratenrelikte im mittleren Ozean findest, kannst du mittels Synthese einen legendären Gegenstand herstellen, den der Piratenkönig selbst stets im Kampf bei sich trug. Erobere das Meer mit der Teeny Bronco und finde den Piratenschatz. Okay. Nebenauftrag. Du kannst nun synthetisieren Kompass des Piratenkönigs. Reinschauen. Wir machen hier. Da fehlt uns aber. Ah ne, Moment. Ja, weil wir die Piratenrelikte nicht haben. Oh, das sieht aber optisch geil aus. Also nur der Schatten davon sieht richtig cool aus. So, wir können ja mal gerade gucken, ob wir hier noch was machen können. Ich glaube nicht. Kameradenohrring. Das war doch der Quetzergottel. Der fehlte uns noch. Hier können wir nichts machen. Hier können wir den Garmreif verbessern. Machen wir. Wir schon lange dabei sind. Da fehlte uns noch Boabor. Baobab. Baobab. Können wir bestimmt auch langsam mal kaufen. Talisman des Weltenbaums. Ja. Wichtig. Können wir da noch einen machen von? Nö. Ist teuer, ey. Aber da haben wir jetzt noch einen 6er Reifen. Übertrank. Nehmen wir mit. Und Trockenäther können wir nicht machen wegen Sternensplitter. Sternensplitter? Na gut. Sollen wir noch schauen, wo wir den herkriegen, den Sternensplitter? Moment, Sternensplitter? Materialinfo. Ein geheimnisvoller Stein, in dem die Macht des Planeten eingeschlossen ist. Nebelregion oder mittlerer Ozean? Ah, wir können in dem Ozean kriegen. Na dann. Ja, ich würde jetzt mal sagen. Jetzt haben wir ein bisschen was. Oh Gott, hier sind ganz viele neue Spieler. Liana. Dokatscha. Wir haben neue Spiele. Was ist das hier? Chocobo-Verleih, ist ja klar. Hier sind... Doch, hier ist ein neues Spiel. Da ist dieses Turnier wahrscheinlich. Karneval der Karten. Also wir können in Costa del Sol können wir auf jeden Fall Karten spielen. Und wir werden wahrscheinlich hier hin müssen. Johnnys Sammlung überprüfen. Cool. Freut mich. Alles Könner-Mission gibt es auch zwei Stück anscheinend. Aber ich würde jetzt sagen, wir machen erstmal noch... Ein paar Minütchen habe ich noch. Wir schauen uns mal gerade das hier mit dem Schiffchen an. Kannst losgehen? So, ja. Werte Gäste, hier spricht Ihr Kapitän. Wir fahren nun aufs offene Meer. Bitte rechnen Sie mit plötzlichem Schaukeln und Schwanken. Schiff ahoi! So, wir gehen schneller, weil ich da vorne drücke. Für hohen Wellengang ist sie nicht gemacht. Also Augen zu und durch. Okay. Gut, dann Karte mal gucken. Ich nehme mal an, das wird das hier sein.
Also. Gerade mal orientieren. Das Helle auf der Karte. Das sind die Inseln. Wir sind bei Costa del Sol. Also haben wir gestartet. Also. Jetzt sind wir auf der anderen Seite etwas. Gehen wir etwas mal nach unten. So, nach unten, das heißt. Also hier unten muss was sein. Ja. Ich würde gerne was markieren. Am besten. Den habe ich gerade gesehen, den Zipfel. Also müsste hier sein. Wie kann ich eine Markierung machen da? Genau. Delfin? Cool. Da war der Delfin. Okay, wir haben das hier echt, das ist richtig cool gemacht. Cool. Also einfach gemacht. Man muss natürlich mal wieder die Karte lesen können. Oh, guck mal, er war dann auch dabei. Und eine Schätze. Ach so. Ja, hallo Kollege. Den kennen wir doch schon. Dann. Hau zu. Welches Level hat der? Ah, das ist wieder so ein, den man in der Luft gut kämpfen kann. Schade. So, Eis ist wirksam. Ein Wächter der Piratenschatzes, Plünderer Ogre. Der Ruderer des Seeräuberschiffs benutzt einen gigantischen Knüppel aus Paddel, um auch die mächtigsten Wellen mühelos zu erklimmen. Nutze seine elementare Schwäche aus und füge ihm eine gewisse Schadensmenge zu, um ihn schockanfällig zu machen. Je länger der Kampf dauert, desto kampflustiger wird er und lässt bis zu 3 Schlachtrufe ertönen, die ihn jedes Mal stärker werden lassen. Er hat ja nur 50.000 Lebenspunkte. Ich wollte ihm jetzt eigentlich gerade Eiskörper verpassen. Hab ich dich! Eiskalt! Jetzt! Nichts überstürzt. Roger, ich übernehme! Da also! Übernehme! Ich übernehme! Ich zähle auf dich! Wird erledigt! Ich mach das. Ich bin kein Problem. Au. Erstarre! Jetzt oder nie! Was? Ja! Das hier ist? Ja. Jetzt nicht schaffen. Der Feind ist geschwächt. Ich bring das zu Ende! Nicht so nah! Verzieh dich! Das wollte ich gar nicht machen.
Nein! Genau in dem Moment, wo er wirkt, wird er kampfunfähig. Dein fucking Ernst. Oh, was Blödes. Hey, ich zähl auf dich! Stets zu Diensten! An. Dann zeig mal, was hier kommt, du bist am Zug. Ich bin da, also. Nimm's nicht persönlich. Da wusste das Spiel gerade nicht, wo es hinscrollen soll. Cool. War's das? Ja. Soll ich mal ein Dö-Dö-Dö-Dö oder sowas? Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö. Nicht mal sowas. Einfach nur gewonnen. Gravitonsphäre. Achso. Ja. Sehr schön. Piratenrelikt Nummer 8. Alpha. Da geht's nicht mehr hoch. Gut. Haha. Ah, schön. Ist er gerade hochgeklettert. Gut. Dann würde ich sagen, weiterfahren wir in der nächsten Folge. Sieht das schrecklich aus. Egal. Aber lustig. Bis dann.